Oh, so 3,5 Meter Platz links und rechts. Was denn für ein Gezicke hier? So, wir machen uns jetzt auf den Weg, wie besprochen, Moment, einmal das Schiebedach zu. So, wie besprochen wollen wir jetzt diese um und bei 100 Kilometer fahren. Wir haben, wir haben einen Akkufüllstand von, ich würde mal sagen, knapp über 90%. Wir haben eine angegebene Reichweite von 190 Kilometern. Ich muss aber dazu sagen, dass da auch schon die Navigation mit einfließt. Ja, also man merkt schon, dass es sind 20 Kilometer quasi runter, sind Reichweite verloren gegangen bei Eingabe der Navigation, als er wahrscheinlich festgestellt hat, oh, der will mit mir Autobahn fahren. Das Wetter ist gut, wir haben keinen Niederschlag, wir haben stellenweise Sonne und ich glaube, es ist auch nicht so windig. Da bin ich mal gespannt und wir fahren jetzt erstmal 20 Kilometer Landstraße und ein bisschen Dorf, bis wir dann zur Autobahn kommen und das schauen wir uns mal an, wo wir dann ungefähr landen. Und es ist auch hier so, man muss wirklich aufpassen, der Wagen ist so ruhig und komfortabel, dass man ruckzuck die Höchstgeschwindigkeit überschreitet, weil er eben so leise ist und so komfortabel. Die Geschwindigkeit kommt einem automatisch deutlich langsamer vor, sodass man Gefahr läuft, eben zu schnell zu fahren. Ja, ja. Okay, ich gehe mal auf das andere Display, das finde ich informativer. Und ich weiß nicht, ob ihr das wahrnehmt, wahrscheinlich, aber dieser Straßenbahn-Sound, von dem alle erzählen, der ist wirklich da und bis zu einer gewissen Geschwindigkeit. Und gerade wenn man ja das Leise des Fahrzeugs, des Elektroautos ebenso mag, ist das schon ein bisschen, ja, schon ein bisschen nervig. Den Mode stellen wir eben auch mal ein, der ist momentan auf Allroad. Den würde ich jetzt mal auf Efficiency, da war ich jetzt zu langsam, den würde ich jetzt mal auf Efficiency einstellen. So. Man merkt, anders als beim Model Y und Model 3, gibt es hier eben nicht dieses Rekuperieren, sondern er gleitet. Ja? Also er segelt da, wo es sinnvoll ist. Das finde ich echt gut gelöst. Ist gerade ein wunderschönes Model S abgebogen. Ja, dunkelblaues Model S. Sieht man auch nicht so oft. Und das finde ich auch sehr angenehm, weil man nicht, also manchmal ist das Rekuperieren auch ein bisschen hektisch, finde ich. Man nimmt den Fuß vom Gas und wird rekuperiert. Das ist nicht immer der Weisheit letzter Schluss. Ich finde es schon ganz gut, wenn das ein bisschen, wie soll man sagen, nicht kreativ ist das falsche Wort, logisch ist auch das falsche Wort, wenn das so ein bisschen, hey Leute, ich habe heute echt Wortfindungsstörungen, es tut mir echt leid, es war eine harte Arbeitswoche. Eine Ewigkeit später. Ja, wenn das intelligent, ja, kein Wunder, dass ich das Wort nicht finde. Ich habe es nicht so oft in Sprachgebrauch, geschweige denn auf mich bezogen. Also wenn wirklich das eine gewisse intelligente Rekuperation ist. Und das finde ich schon ziemlich gelungen. Also das ist wirklich cool. Und man kann natürlich jederzeit, und man kann ja eben mal ganz kurz hier mit den Fingern an den Schaltpedalen die Rekuperation auch entsprechend beeinflussen. Also why not? Warum macht das nicht jeder so? Also ich finde, das ist eigentlich so das Beste aus zwei Welten. Jetzt kann ich hier, zack, hier ist 30, zack, rekuperiere ich. Dann nehme ich die Rekuperation wieder raus, um mit dem Rest zu rollen.
Also das macht sogar richtig Spaß. Das fordert einen dann auch ein bisschen hier am Lenkrad, ein bisschen intelligent, ein bisschen mitzuarbeiten und ja, finde ich eine klasse Lösung. Ich bin wirklich mal gespannt, was auf der Autobahn für einen Verbrauch zustande kommt. Also ich habe jetzt einen Kurzzeitspeicher drin. Dahingehend ist der Wagen genullt. So, wie ihr seht, wir nähern uns jetzt der Autobahnzufahrt. Wir haben jetzt ungefähr 20 Kilometer Landstraße und Dorf hinter uns und fahren jetzt auf die A7. Wir haben verbraucht bislang tatsächlich 29,8, also ganz knapp unter 30 Kilowattstunden. Man muss aber dazu sagen, der Wagen ist wirklich kritzekalt, also er hing weder an der Ladestation noch wurde er vorher bewegt. Also er ist mit 6 Grad Außentemperatur sind wir gestartet und fahren jetzt Richtung Norden. Es ist nicht windstill, wir haben wie gesagt 6 Grad und wir fahren mit 130. Das ist mir wichtig, 130 ist tatsächlich meine bevorzugte Geschwindigkeit. 150 mal in Ausnahmefällen, aber nicht in der Regel. In der Tat, denke ich mal, ist es auch so aus Effizienzgründen irgendwie angenehmer, 130 zu fahren. Und das ist auch schon relativ schnell. Vor allem, wenn man sieht, dass wirklich viele diese Geschwindigkeit oder sogar noch langsamer fahren. Okay, also wir fahren 130. Jetzt kommt ein wunderschönes Model S und überholt uns, der wahrscheinlich dann eher 150 fährt. 75D. Gut, der Akku ist jetzt auch nicht so berühmt, aber dafür ist eben da der CW-Wert berühmt. Das ist eben beim Model S auch nicht schlecht. Okay, also 130. Es ist schon windig, man merkt es jetzt. Ich gucke gleich mal, wo die Windräder stehen und dann schauen wir mal, was geht. Prädikative Regelung aktiv, jetzt ist der Abstandstempomat eingestellt und jetzt fahren wir mal, okay, 131, wir gehen mal runter auf 130 und dann lassen wir uns mal ein bisschen fahren. Wir haben mit Auffahrt auf die Autobahn knappe 180 Kilometer Reichweite gehabt, haben mal so 20 Kilometer gefahren und nur 10 Kilometer Reichweite verloren. Mal schauen, wie das weitergeht. Ja, und das Tolle ist, der Wagen ist wirklich so leise. Also ich finde es echt klasse. Ich glaube, er ist nicht... Ich muss da mal gucken, ob der tatsächlich auch Doppelverglasung hat. Weil ich würde nicht behaupten, dass er großartig leiser ist als der EQC. Also der EQC ist schon auch eine Wucht in puncto Geräuschkomfort. Was man hier merkt, ist, dass das Luftfahrwerk doch viel schluckt, also wirklich sehr, sehr, sehr gut federt und auch Bodenwellen sehr, sehr, ja, sehr komfortabel nimmt, ohne irgendwie ins Wanken zu geraten. Also das Fahrwerk ist wirklich richtig, richtig gut. Sowas mag ich, gerade wenn mein Rücken geschädigt ist. Ich habe hier genug Platz in den Sitzen, ich sitze wirklich super, ich habe das Lenkrad immer in Griffweite, also das ist nie irgendwie was, wo ich irgendwie komischen Nacken kriege oder den Rücken mir verbiegen muss. Sitzposition ist klasse und ja, aber mit den Scheiben, da müssen wir noch mal gucken, ob das auch eine Doppelverglasung ist oder ob hier tatsächlich nicht die Akustikverglasung in den Seitenscheiben ist. So, und ihr seht, auch 130 zu fahren ist gar nicht immer möglich, weil geschweige denn 150, weil einfach der Traffic doch ja immer da ist auf den Autobahnen. Ne? Abgesehen davon haben wir tonnenweise Baustellen und allen möglichen Gedöns, was uns immer davon abhält, eine vernünftige Durchschnittsgeschwindigkeit zu fahren, weil einfach viel los ist auf der Straße. So, wir sind gleich am Turning Point hier auf der Autobahn, wenn wir wieder Richtung Süden düsen.
Wir haben momentan, Moment, also der prädikative Abstandstempomat-Gedöns hat jetzt hier tatsächlich runtergebremst auf 120. Klasse, wie der das macht. Also ich bin total begeistert. Ich finde es ein super sinnvolles Assistenzsystem. Ja, für die, die den Verbrauch interessiert, wir sind jetzt bei 29,8 Kilowattstunden. Also ja, wir sind durchgehend 130 gefahren, also mal 126, mal keine Ahnung, aber eigentlich durchgehend 130 quasi. Ne? Ja, jetzt geht er auf 80 runter, sehr gut. Heißt also, es ist schon so, dass der, wir haben Gegenwind von rechts vorne gehabt. Das ist also in der Tat auch richtig, der Wagen. Wir haben also keine absolut guten Verhältnisse. Und was das daher wichtig ist, dass wir die Strecke Richtung Süden eben auch mit einbeziehen. Deswegen fahre ich noch ein bisschen weiter Richtung Norden, damit wir noch mehr Strecke zum Auswerten haben. Laut Reichweite haben wir noch 132 Kilometer. Wir sind 68 bislang gefahren und haben noch 132. Das heißt, wir haben tatsächlich jetzt wieder ein bisschen Kilometer gewonnen. Heißt also weniger verbraucht als gedacht und dadurch noch mehr Reichweite als zu Beginn der Fahrt angegeben. Also soweit alles schick. Natürlich sind die 29,2 bei 130 km/h, jetzt beschleunigt er wieder, weil 120er Schild steht, nicht wenig. Aber wie gesagt, Auto ist kalt, Masse ist groß und wir haben eben Gegenwind. Und wir fahren jetzt nicht hier runter, wie angezeigt, sondern wir fahren noch einen weiter. Jetzt will er mich hier runterziehen, indem er auch abbremst und hier alles anzeigt. Also nicht schlecht, aber wir ignorieren das jetzt und fahren weiter. Mal gucken, jetzt wird er wahrscheinlich, genau, jetzt wird er uns in 7 Kilometern runterziehen wollen, um da wieder hinzukommen. Alles gut. Wir fahren also weiter Richtung Norden. Wir haben noch ausreichend in der Batterie, um einfach mehr Strecke zu machen, um noch mehr Verbrauchsinformationen zu sammeln und natürlich auch gleich für den Rückweg ja auch den Verbrauchsvorteil zu haben, den wir jetzt bei dem Gegenwind haben. Also den Nachteil quasi Also den Nachteil quasi zu kompensieren, den wir jetzt haben. Ihr versteht mich schon. So, wir fahren jetzt wieder auf die A7 Richtung Süden diesmal. Sehen zu, dass wir den gerade gehabten Gegenwind jetzt für uns nutzen, um da wirklich ein vernünftig repräsentatives Verbrauchsergebnis zu haben. Gehen natürlich wieder auf 130 hoch. So Leute, wir fahren jetzt runter von der Autobahn. Wir sind hier an unserer altbekannten Ladestelle Albeck West an der A7, Ionity Ladestelle. Wir haben die e-tron-Karte zu dem Wagen dazu bekommen und können hier kostenlos mit dem Testwagen laden. Das nutze ich natürlich auch. Also ja. Und jetzt wollen wir mal gucken. Wir haben, der eiert sich aber auch ein zurecht hier. Wir haben in der Tat 94, also knappe 95 Kilometer geschafft und haben einen Durchschnittsverbrauch von 28,8 Kilowattstunden. Also man sieht, auf wenige Kilometer hat sich das tatsächlich bemerkbar gemacht. Also hat sich bemerkbar gemacht, dass wir tatsächlich Gegenwind hin und Rückenwind auch auf der Rücktour quasi hatten. Und jetzt müssen wir hier zu gucken, wie so ein Hybrid-Mokel, wie so ein Hybrid, pass mal auf, ich bin hier am Dingsen, mein Freund. Nicht so dicht auffahren, das mag ich nicht so gerne. Leute, er gibt den Leuten noch mal die Möglichkeit, wenigstens zu parken. So, jetzt wollen wir uns hier mal in Position bringen. Zack, bumm, clear. Was haben wir denn da?
Wir sind jetzt hier, ich hoffe, man kann es erkennen, das Ding stellt scharf. Wir sind jetzt 94,9 Kilometer gefahren und haben hier im Kurzzeitspeicher 28,7 Kilowattstunden. Ja, also so gesehen, also ich gehe schwer davon aus, dass der Verbrauch sich weiter gesenkt hätte. Je mehr Kilometer man gefahren wäre, man merkt schon, dass tatsächlich die Autobahn ist das Terrain, auch das e-tron 50, weil er sich eben auch durch das Absenken des Fahrwerks und so weiter dann schon ein bisschen duckt und ein bisschen windschlüpfriger macht. Also dahingehend denke ich mal, je nach Windverhältnisse und so weiter, wäre schon Verbrauch 25, 26 Kilowattstunden auf Dauer wahrscheinlich möglich. Kommt natürlich immer auf weiteres Wetter, Topografie und so weiter an. Aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, dass die Reichweite von 200 Kilometern, die bei dem Füllstand von ungefähr 92% bei Abfahrt erreicht werden. Ja? Ihr seht, wir haben noch 103 Kilometer und 95 sind wir gefahren. Also insofern sind die 200 Kilometer weiterhin Bestand. Finde ich gut, gibt einem entsprechende Sicherheit, dass das, was der Wagen an Reichweite vorgibt zu schaffen, auch tatsächlich möglich ist. Aber jetzt kabeln wir erstmal an und gucken, wie viel er verbraucht hat und ja, los geht's. So, wir haben den e-tron 50 jetzt angesteckt und schauen wir mal, wie er auframpt. Uprampt heißt es ja eigentlich, wenn man schon so schlaue Wörter benutzt. So, wir sind bei 75 kW. Wir haben 42% gerade gestartet, also bei 42% State of Charge angekabelt und sind hier bei Ionity 125 oder 120, glaube ich, soll der e-tron 50 ziehen können. Und scheinbar ist die Batterie immer noch kalt. Klar, 6 Grad, wir haben jetzt nicht wirklich Dampf gemacht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis. Gruß nochmal an Daniel Blauzahn, der ja den Fuffi, wie er ihn nennt, den e-tron 50 German Bratwurstwagen fährt und da auch ganz genau weiß, in welchem Temperaturfenster er ihn hält, damit er eben ja gut effizient fährt. Und das ist wahrscheinlich 130 beziehungsweise schneller, um erstmal die Batterie warm zu kriegen, damit man auch in einem guten Ladefenster einsteigt. Wir haben jetzt zwar schon 4% geladen, aber eben mit 75 kW, respektive jetzt 76, 77. Es geht langsam hoch. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier weitergeht und halt euch da auf dem Laufenden. So, wir sind jetzt bei 60%. Ja, 84 kW. Das ist natürlich 85. Das ist natürlich jetzt nicht das, was ich mir hier erhofft habe. Wir gucken noch mal eben an der Säule, wie es da aussieht. Nicht anders. Ja, 86, 87, da springt es hin und her. Also vielleicht ein bisschen Ladeverlust, aber in der Tat ist es nicht so berühmt, sag ich mal. Ich hätte jetzt schon eigentlich gehofft, dass wir auf jeden Fall über 100 kommen. Aber scheinbar ist die Batterie immer noch kalt oder so kalt, dass da eben nicht wirklich eine Performance bei, dass da nicht wirklich eine schnellere Ladeperformance bei rumkommen kann. Ja, mal gucken, ob sich da noch was tut. Ich fürchte nur nicht, weil wir sind ja schon bei 62%. Also die letzten 20% hat er 10 kW zugelegt und das ist meines Dafürhaltens wenig oder zu wenig. Ich stelle mal eine Frage hier an die e-tronner unter uns. Kann es sein, eurer Meinung nach, dass sich die Batterien, die Zellchemie, wie auch immer, geändert hat, sodass wir im e-tron tatsächlich nicht mehr diese fundamentale Ladekurve haben, wie wir sie kennen? Christian, schönen Gruß, Christian Globetrotter, Trotteglober, an der Stelle sei gegrüßt, er hatte mir schon gesagt, dass ich scheinbar die Zellchemie ein bisschen geändert habe und eben dieses Tafelbergladen nicht mehr so ausgeprägt sei. Kann natürlich gut sein, dass das jetzt hier auch der Fall ist und dass er vielleicht auch da schon die Performance beim kalten Akku
wir reden von 6 Grad, nicht von minus 6 Grad, tatsächlich auch nicht mehr so mega ist. Weil das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt schon, ich finde es ein bisschen enttäuschend, ganz ehrlich. Also so zufrieden ich mit dem Wagen bis jetzt bin, aber das finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend. Mache ich was falsch oder bin gespannt, was ihr dazu sagt? Was ich euch hier nochmal zeigen möchte, was ich ziemlich gut finde, ich hoffe, man kann das sehen, es blendet ein bisschen, ist, wenn ich den Effizienzassistenten aktiviere, hier gibt es eben die Möglichkeit, so, jetzt müsst ihr es sehen können, die Möglichkeit der automatischen Rekuperation. Das finde ich natürlich klasse, das probieren wir auch mal aus, das war nicht aktiviert. Und dann gibt es hier eben die prädiktiven Hinweise, die waren aktiviert, die lassen wir auch mal drin. Und da schauen wir mal, wie sich das dann noch auswirkt. Ansonsten, wie gesagt, ist alles korrekt eingestellt. Das Ladeziel ist ja sogar auf 100% eingestellt. Ja, das lassen wir mal so. Und er sagt noch 27% bis 100. Wir laden bis 92%, damit wir im Endeffekt das rausbekommen, womit wir auch gestartet sind. Und dann wissen, wie viel ist tatsächlich effektiv nachgeladen worden. Wir sind jetzt bei 70% und die Ladeleistung verbessert sich nicht, sie nimmt eher ab. Wir haben jetzt also weiterhin 85 kW, hatten gerade mal im Peak 88. Ja, aber leider weder die 100, geschweige denn die 90 erreicht. Okay, wir gucken mal, wir laden bis 92 und gucken dann mal auf die Gesamtperformance, wie viele in welcher Zeit geladen hat. So 80% und es sind sogar nur noch 68 kW. Ja, ich bin gespannt, was ihr schreibt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob es dazu irgendwelche Infos eurerseits gibt. Ob sich tatsächlich dahingehend, ob Zellchemie, Battery Pack oder wie auch immer, da die Ladekurve entscheidend verändert hat. Der Wagen hier ist ein Vorführer, hat, wie ihr seht, 1854 Kilometer runter, ist also relativ neu. Scheinbar hat es da eine Veränderung gegeben, was natürlich jetzt nicht unwichtig wäre, ja, weil letztlich... Ich drehe euch mal eben um. Letztlich ist es ja so, dass ich das, was ich an weniger Akku, also an weniger Akku als Reichweite zur Verfügung habe, durch ein schnelles Laden ausgleichen möchte. Was wiederum aber auch nur geht, wenn er dann auch schnell lädt. Was er in diesem Fall ja jetzt hier nicht wirklich macht. Also jetzt nicht, wenn man überlegt, dass er eigentlich 120 kW oder mehr laden würde. Also so kenne ich auf jeden Fall die Fuffis, die e-tron-Fuffis. Insofern, ja, bin jetzt ein bisschen verblüfft, ehrlich gesagt, habe ich nicht mit gerechnet. Und natürlich ist der Wagen für mich auch weiterhin interessant, aufgrund des Preises, aber auch aufgrund eben der Ausstattung und des Komforts und so weiter. Aber wirklich nur, wenn auf Basis der geringeren Reichweite wegen des kleinen Akkus eben auch eine hohe Laderate möglich ist. Und wie gesagt, 83%, gut, klar, jetzt muss der Pillenknick irgendwann kommen, weil natürlich die Batterie langsam voll ist. Aber 88 kW als Limit fand ich schon ein bisschen enttäuschend. So, jetzt haben wir 84%, das sind noch 60 kW. Wir laden bis 92% und dann haben wir im Endeffekt das drin, womit wir gestartet sind. So, wir sind bei 92%. Ich breche jetzt hier ab. Wie ihr seht, haben wir in 28 Minuten 34 Kilowattstunden geladen. Es ist doch empfindlich kalt, auch wenn es nicht danach aussieht. Aber ohne Sonne, es ist eben noch kein Sommer, geschweige denn Frühling. Und hier der Mercedes-Fahrer hat gerade auch gefragt, wie weit kommt man denn? Ja, also auch der ist interessiert und sagt, jawohl, jetzt sind wir ja so weit, dass sich das lohnt, über elektrische Alternativen nachzudenken. Ja, finde ich gut. Abkabeln. So, wir haben jetzt geladen, fahren wieder nach Hause und das Ergebnis ist, ich habe das jetzt mal kurz ausgerechnet, im schnellen Kopfrechnen natürlich, wir haben also die vergangenen 34 Kilowattstunden, 28 Minuten geladen, also um und bei 82 kW im Schnitt geladen. Das ist grundsätzlich nicht schlecht, aber wir haben eben nur 88 kW im Peak.
gesehen. Da hätte ich mir einfach mehr erwartet. Ist es wirklich die Batterie, die nach 100 Kilometern mit 130 noch kalt war? Oder kann es tatsächlich daran liegen, dass sich auch zellchemiemäßig, batteriemäßig irgendwas geändert hat? Batteriemanagement, Einstellung? Fragt mich, ich weiß es nicht. Ich hoffe auf eure Antwort, auf eure Ideen und vielleicht auf eure belastbaren Informationen in der Sache. Wir haben jetzt nachgeladen, sind bei 92% und haben jetzt wieder 236 Kilometer, also mehr als bei Abholung. Heißt also, wenn wir jetzt auf 100% vollgeladen hätten, dann wären wir sicherlich bei, ja, ich würde mal sagen, über 250 Kilometer Reichweite. Heißt also auch, wir haben den Schnitt deutlich gesenkt. Ich habe mal in den Langzeitspeicher geguckt, der stand bei fast 34 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Da sieht man also auch, dass diese Mietwagen, auch wenn er, wie man hier sieht, erst 1854 Kilometer runter hat, einfach auch nur gescheucht werden. Und das ist eben auch ein Riesenproblem. Das ist nicht schön und ja, das verzerrt auch so ein bisschen den Blick auf die E-Mobilität, weil letztlich verbrauchen die Autos ja weniger. Keiner würde seinen Privatwagen so knüppeln. Ja, oder die es tun, die haben eben auch schnell die Quittung dazu. Ihr seht hier auch, 94,9 Kilometer sind wir gefahren. Wir fahren jetzt wieder nach Hause. Ich habe den Wagen, wie gesagt, übers Wochenende und für jetzt längere Tests nicht die Zeit. Aber das, was ich wissen will, das bekomme ich an den beiden Tagen sicherlich hin. Los geht's. Das Ziel ist eingegeben. Wir brauchen nicht laden. Wir brauchen auch tatsächlich keine Info zum Wetter. Also hier kann man auch so einige Sachen abfragen. Ihr seht, das sind weiterhin 6 Grad. Wir fahren jetzt 58 Kilometer bis nach Hause und mal gucken. Ich würde jetzt einfach auch mal 150 fahren, um zu gucken, was dann tatsächlich verbraucht wird. Natürlich auch immer gesetzt den Fall, dass es irgendwie möglich ist. Wir gehen mal auf Start. Ich gucke mal, welche Fahrstufe jetzt oder welche Efficiency. Jawohl, Efficiency bleibt auch. So soll es sein. Und ich würde mal sagen, freie Fahrt für freie Bürger. Attacke. Was ist denn so eure bevorzugte Autobahngeschwindigkeit? Das interessiert mich mal. Also ich war ja früher auch gerne zügig unterwegs. Habe dann aber auch irgendwann festgestellt, dass es mit viel mehr Verbrauch einhergeht. Aber dass man nicht zwingend viele Stunden Fahrzeit spart. Okay, ich gehe mal auf 150. So, wir fahren jetzt runter von der Autobahn. Wir sind jetzt exakt 30 Kilometer 150 gefahren. Und fahren jetzt hier Quickborn wieder runter. Wir haben einen Mehrverbrauch auf der Strecke erzeugt pro 100 Kilometer von 28,8 auf 31,4. Also 2,5 Kilowattstunden mehr Verbrauch im Kurzzeitspeicher. Ich hätte mir deutlich mehr vorgestellt. Immerhin 150 ist ja gerade windbelastungsmäßig schon mal eine Hausnummer. Aber es zeigt eben auch, dass bei diesen großen Fahrzeugen hier die Effizienz zwischen 130 und 150 ja gar nicht so unterschiedlich ist. Das ist mir beim EQC auch aufgefallen. Der kann tatsächlich auch in höhere Geschwindigkeit noch im Verhältnis zu den 130 effizient sein, weil er einfach gar nicht so viel mehr verbraucht. Heißt also, auch da muss ich nochmal Blauzahn zitieren, schnell fahren, schnell laden, scheint auch hier die effektivere Methode zu sein, wahrscheinlich bei vielen anderen Elektroautos auch, aber hier fällt es mir zum ersten Mal wirklich auf, weil es eben es passt. Es ist nicht viel mehr Verbrauch, aber man kommt doch erheblich schneller voran. Und wenn dann nebenbei die Batterie noch einigermaßen warm ist, was ich jetzt leider zeitlich nicht mehr schaffe zu prüfen, um dann auch wirklich schnell zu laden, dann ist es ja quasi Win-Win, ne, für beide Seiten. So sieht's aus. Also wir haben jetzt, sind jetzt 30 Kilometer gefahren. Und haben noch 170 Kilometer in der Batterie. Da macht sich dann der Mehrverbrauch schon etwas deutlicher bemerkbar. Also hier haben wir etwas mehr Reichweite eingebüßt, als es der Verbrauch, als der Computer es vorher berechnet hat, was das Reichweiten-Target betrifft. Gut, dann fahren wir jetzt nach Hause. Fazit dann gleich vor Ort.
Leute, egal in welche Richtung dieses Fazit geht, aber diese Geräusche hier, das finde ich echt nervig. Also dieses Straßenbahngeräusch, nehmt ihr das wahr? Könnt ihr das hören? Ja, es ist permanent vorhanden. Das ist. Nee, finde ich nervig. Finde ich nicht gut. Normalerweise ist so ein Auto leise. Aber ich meine, bis 30, 40 kann ich mir auch noch vorstellen, dass das so ein Fahrgeräusch ist, was auch außen wahrgenommen werden soll, als Schutz oder wie auch immer. Aber das finde ich jetzt nur nervig. Bin ich da jetzt ein bisschen sensibel oder wie seht ihr das? Und das scheint tatsächlich ein Antriebsgeräusch zu sein, weil wenn der Wagen segelt, ist es weg. Wenn er runterbremst, also Motorbremse, ist es wieder da, nicht so doll. Aber schlimm ist es tatsächlich, wenn der beschleunigt, weil der Wagen eben sonst extrem leise ist. Also egal, über was ich hier für Polterlöcher fahre, die fädelt er alle ab. Ja, was ist mein Fazit? Das ist immer schwer zu sagen nach einer so kurzen Probezeit, nennen wir es mal so, aber ich will es mal versuchen. Negativ, ja, da gibt es eigentlich gar nicht viel. In erster Linie der hohe Verbrauch in der Stadt. Gerade im Winter ist es doch ganz schön viel, gerade weil eben natürlich auch stark zugeheizt wird. Und da ist die Reichweite bzw. der Verbrauch schon sehr, sehr hoch. Da es ein Firmenwagen ist, würde ich ihn zu Hause nicht vorheizen, weil ich die Energie nicht bezahlen würde. Würde also bedeuten, ich hätte da dann tatsächlich immer diesen hohen Verbrauch und dementsprechend auf die 20 Kilometer in die Firma wahrscheinlich auch eine relativ hohe Reichweiteneinbuße. Ja, auch die Ladeleistung bei dem jetzigen Test, zugegebenermaßen, es waren irgendwie 38%, als ich angesteckt habe, aber ich habe mir trotzdem gedacht, er arbeitet sich weiter nach oben, sodass wir wenigstens über 100 kW kommen, aber naja, war dann eben nicht so. Fand ich auch schade. Dazu kommt, der Wagen ist relativ groß, also wirklich hat große Abmaße. Und ich fand die 360-Grad-Kamera in den Fahrzeugen davor schon immer sehr hilfreich. Würde sie hier auf jeden Fall auch nehmen, weil ich glaube, ich muss jeden Tag zweimal ins Parkhaus. Das würde sonst echt schwierig werden. Aber vielleicht gewöhnt man sich auch dran. Positiv, klasse Fahrkomfort, mega Luftfahrwerk, leise, obwohl ich nicht die Akustikscheiben drin hatte. Wirklich super. Auch das, die Möglichkeit, das Luftfahrwerk hochzuheben, wenn ich zum Beispiel im Wald unterwegs bin, wo einfach, ja, einfach mal einen Stock hoch guckt, dann finde ich es doch super, wenn man die Möglichkeit hat, da ein bisschen mehr Luft unter das Auto zu kriegen. Die hohe Anhängelast ist super, also das mag ich auch bei unserem Model Y, dass man einfach wirklich auch mal mehr als eine Tonne ziehen kann. Und unser Zeltanhänger wiegt nun mal 1,3. Ja, das Design ist toll. Ich finde den Wagen immer noch nicht altbacken. Im Gegenteil, ich finde ihn wirklich klasse Design. Typisch Audi. Hat tolle Designelemente mit der durchgehenden Lichtleiste hinten und so weiter. Alles super. Der Innenraum ist schön, luftig, groß. Er hat einen großen Kofferraum. Er hat einen anständigen Frunk. Alles super. Ja, kommt er für uns in Frage? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Der hat echt einen hohen Verbrauch und gerade der 50er hat dann doch mir vielleicht einen Tucken zu wenig Reichweite. Die große Batterie wäre vielleicht schon was, aber dafür reicht dann das Geld wieder nicht oder die Rate. Und vor allen Dingen, es kommt ja ein Nachfolger. Der neue e-tron kommt ja irgendwann in diesem Jahr, vielleicht Anfang nächsten Jahr raus. Und ich glaube, das würde ich dahingehend tatsächlich mal abwarten. Was meint ihr dazu? Wie findet ihr den e-tron 50? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Bleibt gerne meinem Kanal treu. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht das gerne. Drückt gerne den Abo-Button. Drückt gerne die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Und ich freue mich auf euch in den nächsten Videos hier auf meinem Kanal von Frank Generation E. Bis bald. Tschüss aus Hamburg.